Freunde, der Auftakt ist gemacht. Stefan Leier, Gratulation zum zweiten Platz und zu zwei tollen Sprüngen heute, oder? Dankeschön. Ja, kann man so sagen. Zwei gelungene Sprünge, Probe richtig misslungen, aber dafür die Wertungssprünge umso besser gemacht. Aber es zeigt schon, dass du einiges im Sommer so gut hingekriegt hast, dass du dich von dem Sprung nicht beeindrucken lassen hast. Ja, also im Sommer über konnte ich mein Selbstvertrauen extrem steigern. Ich kann dir gar nicht genau sagen, woran es liegt. Aber ich bin mit einer gewissen Gelassenheit unterwegs und das ist momentan eine große Stärke. Also frage ich auch nicht, wenn du es selber nicht weißt. Ist halt manchmal so beim Skispringen, oder? Jetzt hast du ja die Qualifikation, wenn ich richtig in Erinnerung habe, am 3. Oktober gewonnen gehabt, ne, in Klingenthal. Gestern warst du Zweiter oder Dritter in der Qualifikation und morgen ist das erste Einzelspringen. Also liebäugelt man schon mit einem Podium? Sicher. Ich glaube, jeder will bei jedem Wettkampf oben stehen. Allerdings ist es im Skispringen extrem eng. Es hat mehrere Faktoren. Der Wind zählt auch immer mit dazu. Und morgen ist einfach ein neuer Tag, neues Glück. Und ich werde mein Bestes geben, dass ich mein erstes Podium im Winter erreiche. Ich bin ja nur auch schon ein paar Tage dabei. Aber mir fällt auf, ich darf euch mal ein Kompliment machen. Ihr seid eigentlich ein super Team. Also versteht euch richtig gut. Klar, wird nicht jeder mit jedem im Urlaub fahren. Aber irgendwie ist so ein richtiger Teamspirit entstanden. Also noch mal ein bisschen besser, finde ich, als auch im letzten Jahr, oder? Ach, das haben wir, das ist, glaube ich, ein Resultat der letzten Jahre einfach. Also wir sind auf der Schanze Konkurrenten und neben der Schanze sind wir eigentlich ja, Freunde, kann man sagen. Also wir hätten uns wahrscheinlich auch ohne den Sport, wenn wir uns getroffen hätten, angefreundet. Und von dem her ist das eine große Stärke bei uns, weil auch jeder dem anderen einfach etwas gönnt. Also Hauptsache einer von uns steht ganz oben. Gut, dann werden wir es morgen beobachten. Dir viel Glück und danke, dass du dir noch die Zeit genommen hast. Ja, schon spät und ja. Schöne Grüße an das Team und morgen viel Erfolg. Will ich machen, danke.